Beginn einer intensiven Trainingswoche an der Säbener Straße. 5 Einheiten von Montag bis Freitag als Vorbereitung auf das Heimspiel am Samstag gegen Augsburg und auf die darauf folgenden mindestens 4 englischen Wochen stehen auf dem Programm. Noch fehlen zahlreiche Nationalspieler. So haben der Torschütze beim gestrigen 4:1 gegen Aserbaidschan, Thomas Müller, und auch Mats Hummels heute frei bekommen und steigen erst morgen wieder ein. Voll dabei aber im Trainingsbetrieb ist dafür wieder Manuel Neuer, dessen Wadenprobleme anscheinend auskuriert sind. Doppelter Grund zu feiern also für den Welttorhüter. Heute ist nämlich auch sein 31. Geburtstag. Alles Gute, Manu. Ein super erfreuliches Startelf-Comeback konnte gestern Lena Lotzen in der Allianz Frauen-Bundesliga feiern. Beim knappen 1:0-Sieg der Bayern gegen Leverkusen erzielte die Stürmerin den entscheidenden Treffer bereits in der 9. Minute. Ein wichtiger Sieg der Mannschaft von Tom Wörle, 3 Tage vor dem Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel in Paris. Einen wichtigen Sieg erspielten sich auch die Basketballer des FC Bayern München. Nach dem ungefährdeten 80:58 Erfolg in Braunschweig bleibt das Team von Trainer Sascha Djordjevic Brose Bamberg im Kampf um den wichtigen Tabellenplatz 2 dicht auf den Fersen. Es war der 10. Bundesligasieg in Folge für die Bayern Basketballer.